Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Es ist schon wirklich abends und ich bin noch mit Brot backen. Und backe ich heute zwei Brote, nur mit Anstellgut, ohne Hefe. Und so sieht unser Brot aus, schaut ihr. Richtig schön weißes Brot, richtig schön luftig und ohne Gramm Hefe. Ist wunderbar. Ich habe gleich zwei Brote gebacken. Wow, die ist noch heiß. Das war die zweite. Und einfach friere mich ein. Wenn ich schon einmal Arbeit gemacht, dann mache ich gleich zwei Brote, dann friere ich ein. Dann reicht es mir für Lena. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute mein Brot gebacken, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen. Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! So, abends stelle ich erstmal einen Vorteig. Dann nehme ich ein Schüsselchen und gebe da erstmal 100 ml Wasser. Dazu gebe ich jetzt 100 Gramm mein Anstellgut. Ich habe ihn aus dem Kühlschrank rausgenommen, sozusagen gefüttert und hier auf dem Tisch stehen gelassen. Und er ist jetzt so hochgegangen. Schaut ihr, wie schön luftig ist er. Und jetzt gebe ich ins Wasser 100 Gramm. So, das haben wir jetzt. Und jetzt geben wir auch noch Mehl dazu. Dafür nehme ich jetzt 50 Gramm von Dinkel Vollkornmehl und 50 Gramm von dem 550er Mehl. Das insgesamt habe ich jetzt 100 Gramm. 100 Gramm Wasser, 100 Gramm Anstellgutter und 100 Gramm insgesamt Mehl. So, alles gut verrühren und lassen wir unseren Teig ungefähr für 8 Stunden oder besser mache ich meistens immer über Nacht einfach ruhen. Decke jetzt zu und lasse erstmal ruhen. So, am nächsten Morgen, das sind jetzt 10 Stunden vergangen, sieht unser Vorteig so aus. Es richtig blubbert. Schaut. Nehmen wir uns größere Schüssel. Ich werde gleich für zwei große Brote Teig machen. Nehmen wir Wasser. Abgemessenem Wasser. Die alle Zutaten, liebe Freunde, stehen unten in die Beschreibung. Und wenn ihr nur ein Brot wollte machen, dann wird er einfach die ganzen Zutaten halbieren. Kann man nehmen Honig oder Zucker, das ist euch überlassen. Wenn man Honig gibt in den Teig, dann immer schöne Kruste oben ist. Das Wasser bei mir ist lauwarm, nicht warm, nicht so richtig warm, so Zimmertemperatur. Können wir gleich auch dann Salz reingeben, auch mit auflösen. Dieser Teig eigentlich nimmt nicht viel Zeit von uns. Es sieht vielleicht nur so aus, weil es muss man mehrmals zu dem Teig kommen. Aber verbrauchen wir wirklich nur ein paar Minuten immer. So, jetzt ins Wasser geben wir unseren Vorteig. Und das kann man auch eine Feststellung machen, wenn wir jetzt ein bisschen von dem Vorteig geben und er richtig so schwimmt oben drauf, schaut ihr, dann heißt er, es ist richtig schön luftig, es gar ist richtig gut, schaut ihr, wie auf Oberfläche schwimmt er. Der Teig riecht richtig angenehm, so zitronig. So, und können wir jetzt schon das Mehl geben. Ich gebe dann, wie gesagt, einen Teil von Dinkel Vollkornmehl. Vollkornmehl soll eigentlich im Teig sein, weil wir haben keine Hefe, nur sozusagen natürliche Hefe von Anstellgut. Und er muss arbeiten und er möchte gerne ein lebendiges Mehl haben, um sich zu entwickeln. Deswegen ist es egal, welche Vollkornmehl nehmt ihr, ob das Roggen oder Weizen oder Dinkel. Das geht auch rein. Sieben nur
dass mein Mehl wird mit dem Sauerstoff erreicht. Und dann der restliche Mehl nehme ich Weizenmehl. Erstmal ein Teil unterrühren und dann weiter so. Und die restliche. Der Teig wird etwas klebrig. Und dann nehmen wir die Hand zum Schluss. Und dass es nicht so toll klebt, kann man auch die Hand ein bisschen mit dem Öl machen. Wenn es noch sehr stark klebt, könnt ihr ruhig noch ein bisschen dazu Mehl dazu geben. Es ist meistens immer plus minus mit dem Mehl. Wir nehmen noch mehr so 2 Esslöffel und dann denke ich, es wird dann ausreichen. Schaut, wie klebrig unser Teig ist. So klebrig. So soll er auch sein. Nicht zu viel Mehl einarbeiten, weil wir werden ihn nochmal kneten und da kommt auch immer noch Mehl ein bisschen was dazu. Deswegen lassen wir jetzt ihn so, wie es ist. So klebrig soll er sein. Wir wollen ein fluffiges Brot haben und nicht steinhart. Und jetzt lassen wir unseren Teig mindestens 2 Stunden an einem warmen Ort ruhen, dass er etwas aufgeht. So, Deckel drauf und für 2 Stunden warm stellen. So, nach 2 Stunden sieht unser Teig so aus. Schaut, wie gut es aufgegangen. Und jetzt werden wir unseren Teig nochmal ziehen und falten. Dafür nehmt ihr euch eine Schale mit Wasser und geht ihr und so zieht so weit wie ihr könnt und legt ihn in die Mitte. Alles schön von der Wand auch abkratzen, decken wir zu und lassen wir 20 Minuten wieder ruhen. Und das wiederholen wir 4 Mal. Das war jetzt das erste Mal. So, und jetzt das letzte Mal, 4. Mal werden wir unseren Teig ziehen und falten. Schaut, wie luftig ist der. Richtig luftig. So, und jetzt lassen wir jetzt nochmal 20 Minuten aufgehen. So, die letzten 20 Minuten vergangen. Schaut, wie gut arbeitet unser Teig. Überall sieht man richtige Luftblasen. Schaut. So, und jetzt können wir anfangen, unser Brot zu formen. Dafür geben wir großzügig Mehl auf den Tisch. In meinem Fall zum Falten nehme ich Roggenmehl. Schaut. Der duftet, das Brot duftet, oder der Teig besser zu sagen, duftet wahnsinnig schön. Richtig schön. Geruch kommt. So, wie gesagt, möchte gerne 2 Brote backen. Deswegen werde ich meinen Teig auf 2 Teile aufteilen. Könnte für diese Menge von Flüssigkeit ein bisschen mehr Mehl nehmen. Aber nicht schlimm. So, ungefähr werde ich jetzt 2 Teile machen. Ich wiege es nicht, weil ich finde das kein Sinn dafür, zu Hause noch Teig abwiegen fürs Brot. Es ist nicht fürs Verkaufen. So, gebe reichlich Mehl. Das ist 1. Und das ist noch 1. Der Teig ist wirklich sehr, sehr weich. Er fließt richtig aus der Hand weg. So, reichlich mit dem Mehl bestäuben und lasse ihn nur so 5
7 Minuten nur ruhen, bevor wir formen als Brot. Aber in dieser Zeit können wir uns schon Körbchen vorbereiten, in welche werden wir unser Brot aufgehen lassen. Ich habe jetzt erstmal so einfach noch einen Sieb genommen und hier habe ich so einen Topf genommen, ovale, weil ich möchte in zwei Formen backen. Einmal diese Tupper-Schüssel und einmal mein Gusseisen-Topf fürs Brot backen. Ich habe die belegt mit dem sauberen Geschirrtuch und werde es reichlich mit dem Mehl bestäuben. Und ich habe das gejodet, dass mit Reismehl sollte es gar nichts, der Teig soll dran kleben. Deswegen habe ich noch die Reste von dem Reismehl, werde ich das mal testen. Und mache auf mein Tuch Reismehl. Sonst, wie gesagt, am besten Roggenmehl nehmen. Das ist dann wirklich sehr gut. Aber probieren geht übers Studieren. Deswegen probiere ich jetzt mit dem Reismehl. So, nach 5 Minuten können wir schon eins formen. Ich werde wieder ein bisschen mehr Mehl geben und immer mit dieser Bäckerpalette arbeiten, umdrehen. Und wenn es bei euch genauso geworden wie bei mir zu klebrig, dann könnt ihr ruhig schon Mehl dazu geben. Falten, rollen. So, ein bisschen mehr Mehl geben und dann drehen wir um und mit diesem Verschluss geben wir jetzt in unsere Schüssel nach oben. Dieser Verschluss später wird unten. Wenn er da auseinander geht oder schlecht ist, so zu formen, einfach nochmal zusammenknipsen. Und jetzt oben drauf gebe ich auch jetzt Reismehl. Mal schauen. Ich probiere einen mit Reismehl und einen mit dem Roggenmehl. So, und legen wir ganz leicht unser Tuch zusammen und stellen das in den Kühlschrank für ungefähr so 7, 8, kann man sogar 10 Stunden. Und danach erstmal backen. So, und jetzt mache ich genau mit den anderen Stückchen genauso. Und dieses Brot mache ich mit dem Roggenmehl. Mal schauen, ob das wirklich gibt Unterschied. Auch mit dem Tuch zu und in den Kühlschrank stellen. Und sehen wir uns dann ganz, ganz später. So, es sind jetzt schon 8 Stunden vorbei und jetzt ist schon abends und ich möchte nicht noch nachts Brot backen, deswegen reicht es 8 Stunden, wenn ich das schauen kann. Es ist richtig schön aufgegangen. Was wollen wir dann noch mehr? Schaut ihr. Sieht richtig gut aus. Gebe noch ein bisschen Mehl drauf, weil hier am Rand es ist noch ein bisschen klebrig, dass er an dem Papier nicht klebt. Lege das Papier drauf und meine Backpalette und drehe das Ganze einfach um. Dann unser wunderschönes Brot. Bisschen jetzt Mehl mache ich ab. Das ist jetzt mit dem Reismehl. Und schneiden wir ein bisschen an. Egal welche Muster wir reinschneiden, anschneiden müssen wir unbedingt, dass das Brot nicht so reißt. So, ich habe ein bisschen Mehl abgemacht, weil ich habe wirklich ein bisschen zu viel Reismehl dazu gegeben. Mein Töpfchen steht schon im Backofen und ist schon heiß. Jetzt hole ich ihn raus. Den Backofen ist auf 250 Grad vorgeheizt, samt Topf und Deckel. Und jetzt kommt unser Teig da rein. Sehr vorsichtig. Deckel drauf. Und jetzt geht es jetzt im Backofen bei 250 Grad 25 Minuten backen.
So, es sind jetzt 24 Minuten vorbei. Schauen wir kurz in unser Töpfchen. So sieht es gut aus. Nehmen wir Deckel ab. Ui, meine Kamera ist beschlagen. Die Töpfchen stellen wir wieder zurück. Temperatur machen wir auch auf 220 runter und 20 Minuten weiter backen. So, die nächsten 20 Minuten vorbei. Holen wir unser Brot raus und machen wir es mal klopfen. Oh, klingt aber gut. Dann wiederholen wir das Gleiche nochmal. Ich stelle mein Töpfchen wieder in den Backofen und den Backofen stelle ich auf 250 Grad. Und erstmal lasse ich es vorheizen. Es ist so leider meine beide Formen nicht in den Backofen reingepasst. Deswegen muss ich zweimal backen. Naja, nicht schlimm. Der Backofen ist schon heiß. So, lassen wir unser Brot hier auf die Gitter abkühlen, bis das wir die nächste backen. Schaut ihr, richtige schöne Kruste. Bis das mein Backofen wird jetzt wieder vorgeheizt, können wir schon den nächsten Teig aus dem Kühlschrank rausnehmen. Ich habe ihn leider aber in ovale Form reingemacht. Na, schauen wir. Ja, es passt auch mit dem Roggenmehl auch perfekt. Schaut, früher habe ich auch immer nur mit Roggenmehl das bestäubt. Machen wir wieder nur am Rand. In die Mitte ist genug Mehl. Und wiederholen wir wieder das Gleiche. Können wir auch dieses Papier nochmal nehmen. Drehen wir um und ziehen den Tuch raus. Wunderbar. Gleich ein bisschen Mehl abkratzen. Es geht wirklich sehr leicht. Ist wie eine Kruste obendrauf. Unbedingt anschneiden. Egal wie wir es anschneiden. Diesmal mache ich jetzt einfach so am Rand. Und hier in die Mitte einfach Striche. Die Töpfchen ist jetzt vorgeheizt. Mit unserer Brot rein. Deckel zu. Und genau das gleiche Verfahren nochmal backen. Erstmal 25 bei 250 und dann 220, 20 Minuten. So, die zweite Brot ist auch fertig. Raus. Natürlich auch gleich Klopftest. Sehr gut. Jetzt lassen wir unser Brot schön erstmal abkühlen. Schaut, wie toll sehen die aus. Richtig toll. Schön knusprig und sehr schön leicht. So, dieses erste Brot ist schon ein bisschen abgekühlt. Es ist warm, aber nicht mehr heiß. Die ist natürlich frisch gebacken und sehr heiß. Soll abkühlen. Aber wir werden jetzt dieses Brot aufschneiden und mal schauen, wie es innen drin aussieht. Und schaut, meine Lieben, wie toll sieht unser Brot aus. Richtig schönes Brot. Schön porig, luftig, richtig schönes Brot. Und trotzdem drumherum eine schöne Kruste. So, liebe Freunde, wenn euch mein Rezept gefallen, würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch auch sehr, sehr dankbar. Und ihr könnt mich besuchen auf Instagram oder Facebook oder sogar bei Twitter. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!